Wenn du einen Nistkasten bauen möchtest, dann möchte ich dir die Internetseite vom NABU empfehlen. Da ist alles gut beschrieben bis hin zur Bauanleitung. Mal eine kreative Bauweise von einem Nistkasten ist diese Variante aus einer alten Teekanne. So kann das Ganze dann an der Hauswand befestigt werden. Eine Schraube durchziehen. Das Maß vom Deckel übertrage ich jetzt auf das Holz und säge mir einen Kreis aus. Das ist im Prinzip der Verschluss und da rein wird noch gesägt das Flugloch. Und das sollte einen Durchmesser von 26 bis 28 mm haben. Die Sitzstange einführen. Damit kann die Kanne jetzt am hinteren Brett ausgerichtet und fixiert werden. Und auch das Flugloch wird ein wenig mit Montagekleber an den Kanten versehen. Zur Krönung kommt jetzt hier noch der Deckel oben drüber. Leinenöl hat eine sehr gute Holzschutzwirkung und die natürliche Farbe vom Holz bleibt erhalten. Achte beim Anbringen des Nistkastens darauf, dass Katzen und Marder keinen Zugang zum Nistkasten haben.